Klonen. Die zweite Chance. Warum wird ein seltener Bulle geklont? Und warum ist er dann doch anders als das Spendertier? Viele Tierarten kann man heute klonen. Rein technisch ist das nicht mehr schwierig. Die Technologie verspricht vor allem großen Nutzen für die Landwirtschaft der Zukunft. Und in Swissmade, Swiss Alp, Texas. Das Armadillo, ein Gürteltier, ist das offizielle Wappensymbol von Texas. Hier dienen Armadillos der allgemeinen Belustigung auf einem Mitarbeiterfest in der texanischen Provinz. Ralph Fischer ist der Besitzer der possierlichen Tierchen und veranstaltet Gürteltierrennen auf Bestellung. Auf Wunsch kann man sich von ihm zusammen mit einem Armadillo fotografieren lassen. Ralph Fischer ist im sogenannten Fototiergeschäft. Er besitzt, vermittelt und vermietet alle möglichen Tiere für alle möglichen Veranstaltungen und Gelegenheiten. Den Mitarbeitern einer großen Hotelkette, die hier mit diesem Fest motiviert werden sollen, gefällt es jedenfalls. Später spielt eine Liveband und bittet zum Tanz. Fast alle haben sich dazu entschlossen, sich köstlich zu amüsieren. Auch an Essen besteht kein Mangel. Vor der Festhalle hat Ralph Fischer einen zahmen Bullen angebunden. Man kann ihn besteigen und sich dabei fotografieren lassen. Am nächsten Morgen fährt Ralph Fischer wieder nach Hause. Die 22 Millionen Einwohner des Heimatstaates von US-Präsident Bush sind besonders patriotisch. Und Ralph Fischer ist keine Ausnahme. Texas ist beinahe doppelt so groß wie Deutschland. Entsprechend weit hat Fischer zu fahren, bis er wieder auf seiner Ranch ankommt. Zu Hause werden die Gürteltiere wieder in ihren Käfig gebracht. Armadillos sind Säugetiere. Jedes Frühjahr gebären die geschlechtsreifen Weibchen genetisch identische, eineige Vierlinge. Die gutmütigen Tiere ernähren sich hauptsächlich von Insekten, Maden, Würmern und Spinnen. Früher war ich ein Rodeo-Clown. Rodeo-Clowns unterhalten die Zuschauer, lenken aber auch die Bullen ab, wenn dem Rodeo-Reiter Gefahr droht, wie zum Beispiel diesem Rodeo-Reiter hier. Heute ist Ralph Fischer zu alt, um den Clown zu spielen, und hat umgesattelt. Wenn wir einen Bullen einmal haben, dann behalten wir ihn auch sein Leben lang. Wir kaufen sie aber erst gar nicht, wenn wir nicht ziemlich sicher sind, dass sie sich für den Job auch wirklich eignen. Alle Tiere, die Sie hier draußen sehen, müssen sich ihren Lebensunterhalt verdienen.